willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute will ich euch mal einen Rucksack vorstellen von Arc'teryx und ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Ich suchte ja immer einen Universalrucksack und ich habe einige Rucksäcke ausprobiert. Die sollen für verschiedene Dinge herhalten. Zum einen für die Stadt. Ich will einfach meinen Computer hin und her tragen und bestimmte andere Dinge, einen zweiten Bildschirm, meinen ganzen Krempel, den ich zum Videodrehen brauche, will ich da auch manchmal reinmachen. Also nicht immer, da habe ich einen extra Rucksack noch. Aber manchmal dann einen Rucksack zum Wandern, der nicht so groß ist. Und wenn ich schießen gehe und da habe ich so meine grundlegenden Sachen drin und ich will keinen großen Rucksack mitnehmen, dann will ich den auch benutzen. Also vor allem, wenn ich Dinge auf dem Rücken tragen will, weil ich die Hände frei brauche, benutze ich immer diesen Rucksack. Ich habe verschiedene Rucksäcke ausprobiert und bin am Endeffekt genau bei diesem Rucksack gelandet. Ich habe mich lange gescheut, den Rucksack zu kaufen, weil der ist nicht ganz billig und das hat mich immer ein bisschen davon abgehalten. Wenn man den aber einmal sieht in der ganzen Verarbeitungsqualität, dann weiß man auch, warum das so ist. Denn es gibt sehr, sehr viele Details, die wahrscheinlich teuer sind in der Herstellung, aber so ist das halt. Dieser Rucksack ist von der Größe her super geeignet für so eine normalen Touren. Und ich kann an den Rucksack alles anbauen. Das, was für mich ganz wichtig war, ist, dass wenn ich die ganzen Sachen hier abmache, dass der Rucksack keine Taschen außen hat. Das heißt, wenn ich hier diese zusätzlichen Dinge einfach abnehme, na, ich nehme das mal hier ab, dann sind hier draußen keine Taschen dran. Hupsa, bleib hier, ich sitze hier auf einem Berg, Hügel. So. Das heißt, hier draußen ist quasi nichts dran, außer das, was ich jetzt hier rangebammelt habe und zum Befestigen brauche. Der Rucksack ist also sehr, sehr schmal, wenn ich den auf dem Rücken habe. Ja, der ist sehr schmal und hat also eine sehr schmale Silhouette. Das heißt, ich kann damit auch irgendwo in engen Gebäuden, in alten Ruinen oder auch im Wald, wo es ganz eng ist, überall rumkrabbeln und ich bleibe nirgendwo hängen. Und dafür ist der super geeignet. Ich komme mal zu dieser Ausstattung von dem Rucksack. Der Rucksack hat ganz normal Träger. Die Träger sind breit genug für den Inhalt, den der Rucksack ab kann. Sie könnten vielleicht noch ein Stück breiter sein und vielleicht noch ein bisschen mehr gepolstert. Aber in den meisten Fällen hat mir das bisher immer vollkommen ausgereicht. Es gibt auch einen Hüftgurt und der Hüftgurt ist leider nur so ein labbriges Band. Das reicht im Normalfall aus, aber ich hätte mir gewünscht, dass es einen besseren Hüftgurt gibt. Also den finde ich jetzt nicht gelungen, finde ich. Es gibt einen Tragegriff hier oben dran und es gibt einen Tragegriff an der Seite und an der anderen Seite. Das finde ich zum Beispiel sehr gut, weil ich die Dinger manchmal so trage, weil die nicht so lang sein sollen und auch schnell mal greifen kann. Und das ist schon super. Er hat zwei große Taschen an der Seite. Hier ist eine Tasche und da passt auch eine Menge rein. Ja, das ist eine Riesentasche. Man sieht es gleich auf der anderen Seite. Habe ich immer meine große 1-Liter Flasche drin und da passt noch viel mehr rein. Und die Taschen sind auch ziemlich, also so lang wie der Rucksack fast. Also sehr, sehr gut. Ansonsten gibt es außen keine Taschen, außer hier oben. Hier ist nochmal so ein kleines Fach und da passt auch eine Menge rein. Da ist jetzt zurzeit, ja, was steckt denn hier alles drin? Mein Messer zum Beispiel. Brauche ich gerade nicht. Aber auch so andere Sachen, noch eine Brille und so weiter. Die Tasche geht bis hier vorne runter, ist also relativ groß. Man kann da oben relativ viel, ja, relativ, was heißt relativ? Ich kriege also hier, wenn ich so ein Ding hier nehme als iPhone-Tasche mit Akku da drin. Wenn ich das hier reinstecke, kann ich das da vorne hinmachen, dann ist die Tasche immer noch groß und ich kann alles Mögliche reinstopfen. Die Tasse würde auch noch reinpassen und andere Dinge. Also das Ding ist sehr groß hier oben und sehr praktisch. Überall sind diese kleinen Dinger angenäht. Also es gibt keine Molle-Schlaufen. Das würde auch sehr militärisch aussehen, finde ich. Und diese Schlaufen finde ich besser gelöst. Man kann dort alles anbringen. Hier oben sind so kleine Schlaufen. Und wenn man mehr anbringen will, habe ich solche Dinger dran gemacht. Dann kann ich hier was dran machen. Und das reicht dann auch aus. Hier vorne ist ein Gummiband. Da kann man, das kann man einfach durchziehen, kann man auch weglassen. Ich finde das ganz praktisch. Ich schiebe da immer sehr viel drunter, zum Beispiel meinen Sitz zurzeit. Und dann wird das hier ein bisschen dicker, überhaupt kein Problem. Ich kann ja außen auch solche Dinger rantackern. Wenn die wasserdicht sind, ist das überhaupt kein Problem, dass es außen dran hängt.
ich brauche das ja nicht immer. Hier unten gibt es noch zwei Schlaufen, das ist alles. Also ich habe hier vermisst, dass hier zwei größere Schlaufen sind. Das wäre gut, weil hier kommt man nicht rein. Um etwas drunter zu hängen, zum Beispiel eine Isomatte oder so. Ja, das würde mir gefallen, gibt es hier aber nicht. Dafür habe ich die beiden rechts und links zum Spannen und auch um was drunter zu machen. Hier kommt zum Beispiel mein Stativ drunter oder man kann dort auch andere Sachen drunter kleben, kleines Zelt, sonst was. Passt alles. Dann gibt es ein riesengroßes Hauptfach und deswegen habe ich ihn auch gekauft. Ich will ein einziges großes Fach haben und nicht 1000 Taschen mit 1000 Sachen drin, wo ich überall immer hängen bleibe. Den kann man so aufmachen und von oben komme ich jetzt komplett da unten rein. Ja, zum Reingucken mal. Ich kann also bis unten alles reinstecken, ganz normal. Ich kann aber auch, wenn ich die beiden Ösen hier aufmache, kann ich das Ding weiter aufmachen und komme an den kompletten Inhalt so ran. Ich habe jetzt hier alles vor mir zu liegen. Ich kann ihn auch bis komplett unten aufmachen. Da muss ich die beiden nochmal aufmachen. Und der Reißverschluss geht bis da, sodass ich ihn flach hinlegen kann. Komplett aufgeklappt in alle Richtungen. Das ist, glaube ich, der einzige Rucksack, der das kann, wenn man das braucht. Ja, dann kann man da alles schön aufbauen drin, wie man es gerne haben möchte. Dazu sind diese großen Klettstreifen. Und diese Klettstreifen sind super. Ja, die benutze ich, wenn ich irgendwas rankletten will. Da habe ich eigene Taschen. Die zeige ich nochmal in einem anderen Video dann. Hier gibt es eine kleine Tasche. Und die Tasche ist nicht sehr groß, aber da kann man jetzt ganz wichtige Sachen reinmachen, weil die ist innen und die ist dann auch relativ trocken. Hier ist gerade irgendwas drin. Geld mit Löchern. Also nicht von uns. Außerdem habe ich hier drin eine Rückenplatte. Das ist quasi so eine, ja, die kann ich hier in die Hand nehmen. Eine große Platte, die ist hier eingenäht drinne. Und das ist so eine Kunststoffplatte, die so ein bisschen nachgibt auch. Und zusätzlich sind hier in diesen Fächern, ja, was kann man hier jetzt rausholen, sind hier, hier sieht man das, sind hier Edelstahlteile drinne, Flacheisen, die dem Ganzen auf jeden Fall diesen Halt geben und eine super Form. Also da muss man sagen, die Form haben die gut hingekriegt. Es trägt sich äußerst angenehm. Hier ist nochmal so ein kleiner Haken dran. Ich brauche den nicht, aber nur zur Info. Diese kleinen Bänder hier über diesen Dingern kann man auch benutzen. Da kann ich Sachen unterschieben und ebenfalls komplett festmachen, wenn ich das möchte. Ich schiebe hier mal so ein Teil drunter. Und da sieht man, dass man innen hier kann man das ebenfalls sehr schön befestigen, falls man innen das befestigen möchte. An den Seiten ist der Klett auch. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn die Seitentaschen voll sind, dann nehmen die etwas vom Innenvolumen weg. Also, ja, das Ding hat eine ganz bestimmte Form außen und da mehr kann ich da nicht reinmachen. Entweder innen oder in den Seitentaschen. Also, man kann das Ding nicht austricksen. Das ist ja der Kart 30 und das Volumen ist natürlich 30 Liter in dem Fall. Und ja, die 30 Liter hat er auch. Man kriegt hier wirklich eine Menge rein, aber man kriegt auch eine Menge außen dran. Kommen wir noch mal zu einem kleinen Nachteil, den ich auch nicht so gut finde. Man sieht hier hinten kein Gewebe. Man hat hier nur diesen Stoff, der ist so gebaut, damit das gut sitzt. Also der ist hier festgemacht und hier außen ist der locker, aber es gibt hier keine Luftzirkulation, nichts. Das heißt, wenn das Ding anliegt hinten auf dem Rücken, dann schwitzt man. Das ist nicht so schön, das ist nicht so gut gelungen. Ist halt ein kleiner Rucksack und so ein Tagesrucksack, aber ja, das ist halt leider so. Also ich hätte mir gewünscht, dass der Hüftgurt besser gearbeitet ist und nicht nur so ein lappiges Band. Und ich hätte mir gewünscht, dass hier irgendwo ja ein bisschen Luftzirkulation vorhanden ist. Es ist aber leider nicht der Fall. Man hätte vielleicht durch die Biegung hier ein Netz drüber legen können, dann wäre hier ein bisschen Luftzirkulation möglich gewesen. Was ich auch gut finde, ist, an den Trägern haben wir nochmal hier überall solche kleinen Bänder angenäht und dann gibt es noch solche Teile dazu und das lässt sich alles sehr gut verstellen. Das heißt auch, diesen Brustgurt, den ich hier habe, den ich auch brauche, kann ich in die verschiedenen Dinge einfach reinklicken. Das ist so ein Ding, was man einfach nur aushakt und wieder reinklickt. Das ist auch schön gelöst und dann kann ich mir die Höhe einfach einstellen und hier habe ich ja mein verstellbares Element, so dass das alles auf Körperbau hin zusammengebaut werden kann. Es gibt hier so eine Schnelllöse-Dinger dran. Das heißt, wenn ich daran ziehe, dann geht das Ding auf und ich kann es wegwerfen. Aber ich werfe meinen Rucksack eigentlich ungern weg. Okay, das ist wahrscheinlich eher so für den Law-Enforcement-Bereich gedacht. Aber das Ganze ist hier sehr, sehr schön gelöst. Das heißt, solche kleinen Details sind natürlich hervorragend.
Das ist halt Arcteryx, die machen dann solche Dinge, die muss man leider dann auch mitbezahlen. Hier sieht man, ich habe so ein GPS mal hier rangebaut, weil ich das manchmal brauche bei den Wanderungen. Ja, mein Fazit zu dem K30 fällt positiv aus. Es gibt ein paar kleine Dinge, die ich verbessern würde, aber im Großen und Ganzen gefällt der Rucksack mir sehr gut und ich kann ihn sehr gut einsetzen. Ich habe den jetzt sehr viel getestet und ja, ich habe erstmal das gefunden, was ich brauche. Die ganzen Details hier dran, die ganze Verarbeitung ist erstklassig, alles super, bis auf die beiden Sachen Hüftgurt und Rücken. Habe ich keine Mängel gefunden, die ich hätte verbessern können. Okay, hier unten vielleicht noch eine kleine Schlaufe, aber das ist auch schon alles. Also, guter Rucksack, mir gefällt er sehr. Ja, vielen Dank fürs Reinschauen. Das war schon wieder heute zum Arcteryx Rucksack. Und falls euch das kleine Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch natürlich sehr freuen. Und falls ihr kein Video verpassen wollt, abonniert einfach meinen Kanal. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.